So, dann schauen wir uns die Übung mal an im LibreOffice und zwar im Writer. Vorhin haben wir das Ganze ja im Word gemacht und jetzt schauen wir es uns hier im Writer an. Nochmal zur Wiederholung. Wir haben hier ebenfalls eine Absatzmarkendarstellung. Hier, wenn man auf dieses Steuerzeichensymbol klickt, dann sind hier die Absatzmarken drin und die Leerzeichen, die werden als Punkte dargestellt. Und die Besonderheit hierbei ist, dass die Absatzmarken und die Punkte, also die Leerräume, in einer blauen Farbe dargestellt sind, anders als beim Word. Und da kann man sie also besser unterscheiden als im Word. So, jetzt zur Formatierung selber funktioniert also so wie ja auch im Word zuerst markieren. Man sieht hier die schöne Hervorhebung mit diesem Hellblau. Und ja, hier haben wir die fette Formatierung. Was leider hier nicht geht, ist vor die Zeile mit einem Mausklick zu klicken. Und dann wäre hier die Zeile markiert. Wenn man hier allerdings mehrfach klickt, dann hat man also dann wieder den Satz. So, da haben wir hier kursiv. Dann machen wir das hier fett und kursiv. Dann unterstrichen, das wäre das hier, eine andere Schrift. Wir haben hier Times New Roman. Ja, nehmen wir gleich diese Toledo her. So, ich bin größer als 20 Punkte. Hier ist die Schriftgröße und da kann man hier entsprechend die Schriftgröße einstellen. Man kann sie aber auch reinschreiben. Ich schreibe jetzt mal 21. So, das nächste sind Großbuchstaben. Ich markiere wieder, allerdings eine Schaltfläche für Großbuchstaben, die gibt es hier nicht. Ich habe jetzt hier nur hier drei Schriftschnitte. Das hier sind schon Absatzformatierungen und ich denke mal, das wird man hier unter Format finden. Dann Zeichen und hier genau geht ein Extra-Menü auf. Schrift, Schrifteffekte. Schauen wir mal bei Effekte rein und da stehen die Großbuchstaben und dann sagt man okay. So, 15 Punkte groß und die Schrift ist rot. Jetzt müssen wir mal schauen. Zeichenfarbe. Na, das ist mir so ein rosa. Hier haben wir ein rot. Und Schriftgröße 15. Jetzt brauchen wir Schriftgröße 17. Das müssen wir hier wieder reinschreiben, weil es nicht zur Auswahl steht. Und Comic Sans. Schauen wir mal, wenn wir das hier eingeben. Comic Sans, da ist es schon. Ja, dann haben wir noch Arial 12 und Großbuchstaben. Das machen wir doch gleich hier. Zeichen, Effekte, Großbuchstaben. Schrift, was haben wir da gleich wieder gehabt? Ach ja, 12 und Arial. Unten haben wir das. So, dann na, Comic Sans ist sehr beliebt. Sechzehn Punkte. Und mal schauen, ob es diese Schriftart geht. Gibt hier. Handwriting. Wunderbar, alles da. Okay, das war's schon. Schriftformatierung im Writer.